Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 3. Wir sind heute in Argentinien unterwegs und haben da eine Eskalation, das Gauchito-Altertum. Und das sieht aber nicht aus wie das mit dem Anzug. Das sieht geil aus, aber nicht wie die normale Mission, oder? Aber es wird ja auch nichts aus die sieben Todsünden sein, oder? Aber vielleicht haben die auch extra für die Eskalation hier eine Figur reingebracht, ich weiß nicht. Werden sie zum Guru? Beschaffen sie die Granate, die sieht interessant aus. Und beschaffen sie die Spritze. Ja, starten sie mit begrenzter Ausrüstung natürlich. Ja, ich weiß nicht, ob das aus die sieben Todsünden ist irgendwie oder ob das hier. Weil in der normalen Mission taucht der Guru nicht auf, ne? Vielleicht wurde der auch extra für diese Mission hier entworfen. Ich weiß nicht. Ever since the scandal that ruined her career. Are you kidding? That's the perfect marriage. So. I'm sorry to. Dann schauen wir uns mal um. Wir starten hier schön im Smoking. Da ist die Granate, da ist die Spritze und da sollen wir zum Guru werden. Ach, und dann ist die erste Stufe aber schon vorbei. Hier drüben, das ist an diesem, weiß nicht, Silos. Ich hätte gesagt Wassertanks, aber vielleicht nicht Wassertanks. Wo ist denn das hier? Ach, das ist hier drüben auf der, nee, vor der Terrasse sogar noch. Und der Guru guckt auf den Dachboden der Villa rum. Okay, gut, da müssen wir natürlich erstmal reinkommen. Irgendwie, ich habe gerade gesehen, hier drüben. Achso, Ebene 2. Gibt es sogar noch zwei Orte, die ich noch nie erkundet habe? Da müssten wir doch vielleicht mal hin, oder? Was gibt es denn sonst noch so an Entdeckungsherausforderungen? Verkleiden Sie sich als Herold. Kuckucksnest. Stehen Sie als Scharfschützengewehr. Habe ich das noch nie gemacht? Keine Ahnung. Über die Höhle entkommen. Sieht auch ganz spannend aus. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wo ist denn hier? Entdecken Sie Mendoza. Fünf fehlen mir noch. Fünf Gebiete. Skandal. Ah, da müssen wir die Temperatur am Weinregal wahrscheinlich ändern, ne? Ja gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal los. For more than two decades, New York-based law firm Morgan, Yates & Co. has been among the most. Ach so, das ist hier der Parkplatz. Yes, sir, I have the Ich will mal hier files. drüben Sorry, it took reinschauen. so long, but I had to access all the server to print everything, and I couldn't get my VPN to. That's right. You can't stay here. Sorry, sir. I'll be right inside. So, aber sich hier reinzuschmuggeln, ist einmal extrem easy. Ist hier irgendwas Spannendes drin? So, wo komme ich denn da drüben rein? How's it looking down there? Couldn't even park a bicycle down there at this point. They should have set up an overflow area or something. Okay, hier ist überhaupt niemand. Hier ist direkt eine Münze. Eine Banane. Ich weiß immer noch nicht, ob man mit Bananen für Rutschgefahr sorgen kann, tatsächlich. Da ist ein Schrank. Hier könnte ich mir direkt ein Kostüm besorgen, wahrscheinlich. Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Ah, nee, aber der da hinten sieht das wahrscheinlich. Und hier die Tür kann ich halt nicht schließen. Nee, 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 nee. Das ist ein bisschen zu.
risikobehaftet. So, wir schauen mal hier. Regale, Paletten, da liegen ja gerne mal ein paar Dinge rum. Hier allerdings nicht. Und dann kommen wir hier drüben irgendwo raus. Aber tatsächlich an der Ecke, die gar nicht so schlecht ist. Ich habe nichts dabei, um die Tür zu öffnen. So, wo genau muss ich denn hin? Ich muss schon irgendwie die Treppe hoch und da oben ist natürlich nicht super unauffällig. Ich würde echt gern da rein. Ah, guck mal, ein Hammer. Oben ist noch einer, sonst hätte ich den da einfach mal rübergezogen. Aber ich kann den da leider auch nirgendwo verstecken. Aber vielleicht gibt es hier einen Eingang in diesen Container, so ist es nämlich. Oh, da ist gerade einer draußen vorbeigelaufen. So, und schon habe ich mal wenigstens eine Verkleidung, mit der ich mich hier ein bisschen bewegen darf. Was habe ich denn da unten? Eine Autobatterie. Auch nicht schlecht. Noch eine Getränkedose. Ach, und die Waffe von ihm natürlich. So, und jetzt kann ich, glaube ich, mal mich da hochwagen. Hier ist ein Gabelstapler zur Ablenkung. Oh, was gibt's hier? Eine Brechstange. Ah, okay. Also kann man den Container theoretisch auch von der Seite aufmachen. Man muss dann nur schnell rüberflitzen. So, ich hoffe, ich bin hier oben einigermaßen unauffällig. Das sieht ganz gut aus. Hier steht noch eine Getränkedose. Vielleicht sieht es nicht so gut aus, wie ich dachte. Aber an dem einen hier kann ich mich schon vorbeischmuggeln. Ach, die stehen immer hier. Don't be crude. Pay attention. Yates wants us on high alert. We've been at this for months. Bubus Federhalter Brechmittelspritze. Nothing's gonna happen. I know. On the lookout for anyway. Yates didn't say. Just a standby for a picture ID and a kill order. Fine. I'll just practice my lip reading. Kann ich damit eigentlich auch irgendein Ziel ausschalten lassen? Das wäre voll praktisch eigentlich, ne? Wenn ich denen einfach das falsche Bild gebe. Aber Yates kann ich damit wahrscheinlich nicht ausschalten lassen, ne? Wenn. Ja, die wissen ja, wie Yates aussieht wahrscheinlich. Und haben ihren Auftrag direkt von ihm bekommen. Okay, hier komme ich nirgendwo so richtig runter. Ich werde hier ein bisschen durchschaut von ganz schön vielen. Was ist denn da los? Ich wollte gerade fragen, sollte ich nicht eigentlich eine Wache draußen patrouillieren? Schaut er mich oder durchschaut er mich nicht? Ja, durchschaut mich, alles klar. So.
Die Granate liegt direkt dort. Und dann muss ich irgendwie aufs Villadach hochklettern. So, die bewegen sich. Dann kann ich mich hier einigermaßen frei bewegen, dachte ich. War nicht so. Okay, er durchschaut mich. Dann versuche ich mal hier drüben über diesen Balkon einfach reinzugehen. So, den Autoschlüssel nehmen wir mit. Die Tür hier machen wir zu und dann muss ich hier mal dran ziehen. She is involved in the deaths of countless heralds and operatives, including Ken, her friend Valentina. Ach, der Guru ist gar nicht hier. Ich verkleide mich nur als er. This woman will surely be our downfall. Okay. Cleared his path to the top. Is it any wonder that he wants to keep her close? The partners. You don't think he? Immaterial, darling. Why don't we take a stroll? The air will do you good. Yes. Und jetzt soll ich hier das Ziel vergiften. We'll figure this out, Don. Töten, während es vergiftet ist. Da muss ich gleich mal gucken, wer das Ziel überhaupt ist. Aber erstmal kletter ich hier für einen schönen Screenshot aufs Dach. Wir machen das einfach mal so. Wird schon passen. So, und da muss ich mal rausfinden, wer unser Ziel überhaupt ist. Franco Rios. Villa Hinterhof guckt herum. Ich habe doch hier drin, habe ich doch, oder? Wie bin ich denn als Guru? Bin ich hier unauffällig eigentlich? Ich dachte, ich hätte hier ich habe hier auch ein Scharfschützengewehr. Ist diese Variante der Woodsman geschalldämpft? Na, das finde ich nicht raus, ne? Nee, das finde ich nicht raus. Ich habe auch keine schallgedämpfte Pistole. Und ich weiß nicht, ob der Vergiftungsstatus noch gilt. Okay, richtig unauffällig bin ich hier nicht. Wenn ich den Typen K.O. gehauen habe. Achso, aber ich kann den Typen ja eigentlich einfach, mit einfach meine ich natürlich super einfach, was ist denn jetzt für eine Granate eigentlich? Brechgranate, okay, nee, aber ich mache das lieber mit der Spritze. Der Typ wird ja irgendwo reinkotzen, ne? Und dann kann ich ihn natürlich runterschmeißen, einfach unauffällig. Na, jetzt ist es natürlich gerade ungünstig. It falls on me as constant to protect Providence against all threats, even his bad decisions. Na, der Typ da drüben ist es. Say Burnwood is a material witness to the prosecution and you need to get rid of her. Walk me through your strategies. Best course of action is blackmail. I've called in one of the firm's junior partners to dig up some dirt. If Burnwood has a weakness, we will find it. If not? Then Corvo gets to earn his seven figures a year. Burnwood suffers an accident, convincing but not too convincing, and the blame falls on her rogue assassin with the whimsical M.O. That might fool the Herald, but not Edward. He could even be using her to test your loyalty. Yes, that is the crunch. The wrong way. Perhaps it is less about the witness and more about putting together just the right jury. What are you thinking? The Herald. You said so yourself.
They lost plenty of colleagues to burn within her cohort. I am sure they would agree to back the story with Edward, if properly heard. Say, by a crackerjack trial lawyer with a knack for stirring monologue. This would even strengthen their fealty to your conscience. Nothing commands loyalty like culpability. Yes, I like it. I like it profoundly. I will get right to work on my closing statement. Thank you, my love. I truly would be lost without you. And don't you forget it. Okay, ja. Die müssen ja erstmal alle aus dem Weg. Und ich frage mich immer noch, es gibt ja die Möglichkeit in der eigentlichen Story-Mission hier, dass sie ihren Mann umbringt, also Yates Frau, Yates, wie auch immer er mit Vornamen heißt, erledigt. Und ich frage mich immer noch, wie man das macht, ob man ihm irgendwie eine Affäre anhängen kann oder so, oder ob er vielleicht sogar eine Affäre hat, oder ob man sie glauben machen kann, dass er sie umbringen möchte. Ich weiß nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Also wenn er sich umdreht, wäre eigentlich eine Top-Gelegenheit. Kann ich ihn schubsen? Ja. Okay, finden Sie einen Ausgang? Ich nehme das Auto, denke ich. So, dann war das ja wunderbar easy eigentlich. Hat natürlich trotzdem ein bisschen gedauert. Die Frau steht da einfach. Was machten die da? Alright. So where was I? Okay. Warte mal, ist das Auto gar kein Ausgang heute? Moment. Das Auto ist heute gar kein Ausgang. Ich könnte da hinten, aber wo soll denn das sein? Gibt's nur diesen einen Ausgang? Nein. Doch. Oh. Okay, dann bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Perfekt. Wo muss ich denn da? Ach, das ist da hinten, dieser Eingang an den Klippen. Okay, cool. Dann bin ich natürlich komplett in die falsche Richtung gelaufen. Hervorragend. Ich weiß aber auch nicht, wo die Frau jetzt hier rauskommt. Oh, yes. An international superstar. She was the Argentinian ambassador to Norway. Hier kann ich nicht runter. So, komme ich hier irgendwie runter? Nee. Na, blöd, blöd, blöd. Ich müsste eigentlich auf diesen Pfad da unten kommen. Ich kann hier nicht über die Mauer. Okay. Ich dachte wirklich, ich könnte einfach das Auto benutzen. Das wäre doch easy gewesen, ne? Also jetzt bin ich natürlich in die komplett falsche Richtung hier losgerannt. Hier kann ich mich nicht fallen lassen. Da drüben geht das vielleicht. Der Kletterweg hier ist natürlich auch hübsch. Ups, da ist einer.
heißt, muss ich hier unten ungesehen vorbeikommen. Und dann ist hier die Mini-Kapelle. Oh, okay. Ich stelle mich mal hier vor die Seite. Sorry, Leute. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Na, wie mache ich das am dümmsten? Ich mache das am besten von, nee, von hier draußen. Da ist ein bisschen dunkel, aber es geht. Ich werde gern diesen ganzen Schrein mit drauf bekommen. Aber die Bank steht dafür irgendwie im Weg. Ja, dann machen wir es einfach so. Dann passt es so. Und dann kann ich hier raus. Okay. Alles klar. Interessanter Ausgang für diese Mission hier auf jeden Fall. Steht denn für Stufe 2 an? So, wir schauen mal, was wir hier geschafft haben. Das Gauchito-Altertum und das Gauchito-Altertum. Also einmal, weil ich die Stufe 1 geschafft habe und das andere Mal, weil ich da die Spritze und das Brechmittel scheinbar bekommen habe. Ne? Also die Spritze und die Granate meine ich natürlich mit dem Brechmittel. Stahltanks. Ein Aktenkoffer, der einen großen Gegenstand beinhaltet, kann oben auf der Wartungshütte der Stahltanks versteckt werden. Okay, also die Teile heißen einfach nur Stahltanks. Oh, und ich habe diese Spritze bekommen. Eine als Federhalter getarnte Spritze, sie enthält eine Dosis eines Brechmittels. Und die Brechgasgranate habe ich auch bekommen. Eine Gasgranate, nach dem Werfen setzt sie mit kurzer Verzögerung ein Reizgas frei. Atmet man es ein, wird einem schwindelig und übel. Und die Guru-Kleidung gab es auch noch. Eine traditionelle indische Kurta. Ihr edler, farbenfroh gefärbter Stoff ist ideal für formale Anlässe und Feierlichkeiten. Und die Sonnenbrille dazu ist natürlich auch ein Knaller. Eliminieren Sie die 3 Ziele, während Sie vergiftet sind. Ah, okay, dafür brauche ich... Also ich werde jetzt, ist wahrscheinlich so eine Eskalation, wo ich hier wieder genau da starte, mich dann ins Hauptgebäude vorarbeiten muss. Oder vielleicht starte ich auch ein bisschen woanders, ich weiß nicht. Aber ich werde die Verkleidung haben, ich werde die Ausrüstung haben und muss mir da halt Gedanken machen, wie ich die Ziele vergifte und dann irgendwo runterschubse. Ja, aber nicht mehr heute. Für heute war es das nämlich, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.